voller Rampen, Rennen und guten gegen böse Jungs. Welches Bike ist da fantastisch genug, um die Welt zum 16,5. Mal zu retten? Welches? Ich bin die Antwort. Steel Awesome. Der Star in Steel Awesome und Muffelknut in Steel Awesomes Super Spionageabenteuer. Yes! Und vier Bikes dürfen zur Premiere kommen, wenn sie die vier goldenen Eintrittskarten hinten nicht in der Stadt versteckt haben. Ist eine Karte hier oder hier oder hier? Los, macht euch auf die Suche nach den Eintrittskarten. Fröhliche Kartenjagd und habt Spaß. Ich wünsche mir nichts so sehr, als dass ich den Film sehen kann. Es gibt vier Karten. Und wir sind vier. Und das sind... fast so viele Eintrittskarten, wie wir brauchen. Es sind genauso viele Karten, Loop. Aber wir müssen auch alle finden. Entweder gehen wir alle zusammen oder niemand von uns geht in den Film. Hey! Wie es aussieht, wollen die anderen den Film genauso gerne sehen wie wir. Und es sind viele. Tut, ich komme. Ich muss die Stadt gründlich durchsuchen, bis ich die Karte finde. Kommt schon! Sie schnappen sich die Karten. Warte, Loop. Eine schnelle Suche ist eine Sache. Wir aber werden schlau suchen. Ich suche lieber schnell. Wo sollen wir zuerst suchen? Das werden wir gleich rausfinden. Hey, guckt! Eine ist in der Schule versteckt. Dann gehen wir los! Hier oben ist nichts. Auch nicht hier unten. Was ist denn? Oh, hey, ich habe eine gefunden. Das war ganz leicht. Oh, er hat eine gefunden. Ich hätte die auch gefunden, nur habe ich hier nicht gesucht. Hey, vielleicht kann ich euch beim Suchen helfen. Ihr braucht mich. Oh, es tut mir leid, Sud. Aber es gibt nur vier Karten und wir sind vier. Wir haben uns versprochen. Entweder gehen wir alle oder keiner von uns. War das ein Buddy-Versprechen? Ja. Also gut, dann müsst ihr es halten. Aber ich denke, das wird nicht besonders gut ausgehen. Sei bitte nicht traurig, Tut. Wir erzählen dir dann alles von dem Film. Oh, ich bin nicht traurig meinetwegen, sondern euretwegen. Denn wenn ich eine Karte finde, kann ihn sich keiner von euch angucken. Das ist traurig, oder? Viel Glück, Leute. Sie wird sich noch mieser fühlen, wenn sie gewinnt. Sie wird nicht gewinnen. Schnell, Scootio. Wo ist die nächste Karte? Am Marktplatz. Ich sehe keiner. Wo ist sie denn? Könnte sie versteckt sein? Wir haben überall gesucht und bei den überall war keine. Ich wette, da oben hat noch keiner gesucht. Überlass das Loop. Ich war zuerst hier, kleiner Bruder. Tja, dann musst du gegen mich im Rennen fahren, Blip. Dann werde ich das tun. Ich meine, es ist ja nicht so, dass du Düsenbooster-Raketen oder sowas hast. Ha, Lupi Booster! Ach ja, er hat doch welche. Ja, gewonnen! Lupi ist der Schnellste! Ist die goldene Eintrittskarte da oben? Ach ja, deswegen bin ich hierher gekommen. Ich habe eine gefunden! Ich habe eine gefunden! Loop sucht und Loop fand! Oh yeah! Oh yeah! Ich gehe ins Kino! Ich bin so aufgeregt, dass meine Räder hüpfen! Komm schon, Blip! Es gibt noch zwei weitere Karten! Und das sind genauso viele, wie wir beide brauchen, Dasha! Bei Maxwell ist die nächste! Zoomen wir los! Wir suchen drinnen. Loop, kannst du jetzt draußen gucken? Ja,
Ich glaube, hier ist überhaupt keine goldene Eintrittskarte. Guckt euch das an, Leute! Ich bin blitzblank geputzt. Muss doch für den Film gut aussehen. Was? Ist ein glänzendes Hinterteil zu viel für euch? Nein, da ist eine goldene Karte. Ich habe sie gefunden. Wirklich? Wo? Sie fliegt weg! Oh nein, sie fliegt zu hoch! Zoom Cam, los! Schnapp dir die Selbstbedankungskarte! Ich hab sie! Ich hab eine goldene Eintrittskarte! Und ich bin hübsch sauber! Also haben wir beide was davon. Jetzt braucht nur noch Ricky eine. Entweder wir alle oder keiner bei uns. Drei Eintrittskarten? Ihr seid echt gut. Aber eine ist übrig. Und genau die krieg ich. Es fahren gerade alle in den Abenteuerpark. Das ist der einzige Ort, der noch übrig ist. Sieht aus, als wäre jemand drüber gefahren. Ist sie denn noch gültig? Vielleicht. Da ist die eine Hälfte und da ist die andere Hälfte. Und alles zusammen macht ein Ganzes. Na gut, geht ihr einfach ohne mich. Ich bringe Tut nach Hause. Der Tag war echt aufregend genug. Nicht so schnell, Ricky Zoom. Das ist die Awesome und ganz in echt. Und er weiß doch meinen Namen. Ich hab dich gesehen. Du hast deine Karte für deine kleine Schwester aufgegeben. Und das war mega cool. Finden Sie echt, ja? Du warst fast so gut wie Steel Awesome. Und ich hätte deine Schwester nicht besser retten können. Deswegen schenke ich dir das. Noch eine Eintrittskarte. Posiere mit mir, Ricky. Macht irgendjemand ein Foto? Nein. Manchmal posiere ich einfach nur gern. Danke,
Stil. Aber könnte vielleicht Tut die Karte kriegen? Tut? Eine Karte für mich? Ehrlich, wirklich, Ricky? Aber klar, kleine Schwester. Ich fürchte nicht, Ricky. Die Karte ist nur für dich. Aber deine Schwester kann auch kommen. Genau wie alle anderen in... wie heißt die Stadt? Schnellfurt! Wie alle anderen in Schnellfurt, mit oder ohne Karte. Und selbst wenn eigentlich ich es bin, Steel Awesome, der euch eingeladen hat, könnt ihr alle Ricky Zoom danken. Das ist so aufregend. Sehe ich aus wie ein Star-DJ. Oh, oh, Leute, ich habe Snacks. Wow, bist du sicher, dass die reichen? Ich denke schon. Was holt ihr euch denn gleich? Willkommen zur Premiere meines neuen Films. Und herzlichen Glückwunsch. Ihr seid alle mega cool. Hörst du, Ricky? Wir sind mega cool. Ja, Tut, das sind wir. Die schon lange mal putzen sollen. Loopy Booster, los! Nicht, Loop! Dann fliegt der Ball viel zu weit. Nein, wird er nicht. Der ist viel zu weit geflogen. Ich hol ihn. Überlass das Loop. Gerade mein Ball. Ich habe ihn viel zu weit weggeschossen. Oh, das ist ja blöd. Du musst auf deinen Ball aufpassen, so wie ich. Oh, oh, das ist mein Ball. Jetzt kümmere ich mich um deinen. Ha! Ihn gerettet. Ha, das war doch nichts. Einer musste dem Baum doch mal die Meinung sagen. Danke, 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 Lu. Alles klar, White Buddies. Das Spiel geht weiter. Loopy Booster, los. Wow. Der flog ja echt ganz schön weit. Haben Sie mich gesehen? Ich war unschlagbar. Da ist er. Was habe ich angestellt? Zu wild. Hab meine Zähne nicht geputzt. Und mein Bett nicht gemacht. Oder bin ich zu langsam auf der Schnellspur gefahren? Das war nicht meine Schuld. Nein, ich will dich nicht bestrafen. Obwohl Zähne putzen wichtig ist. Wir wollten dir nur danken, dass du Buster geholfen hast, seinen Ball zu holen. Ach das war doch nichts. Das war nicht nichts. Das war mein Lieblingsball. Und ich dachte, dass er für immer weg ist. Und Loop ist sein Ritter. Ja, vielen Dank, Loop. Wirklich gute Arbeit. Du musst ihm eine Medaille geben. Eine Medaille? Das Retten eines Balls? Meines Lieblingsballs. Er hat gegen den großen, gruseligen Baum gekämpft und gewonnen. Steht nicht in den Regeln, dass Spikes Medaillen für gerettete Bälle kriegen? Naja, vielleicht, ja, aber... Doch. Na, also gut, wieso nicht? Eine Medaille für den Ballhelden. Echt jetzt? Ja. Passiert das gerade wirklich? Ich glaube nicht, dass das eine Medaille ist. Sie sieht aus wie ein Kronkorken. Mit großer Freude überreiche ich nun diese Medaille an einen der tollsten Helden, den diese Stadt je gesehen hat. Ich weiß nicht, ob ich der Tollste bin. Super Tollste klingt besser. Was sagt er? Sagt Mutigster. Er war ja auch mutig. Entschuldigung. Tollster und mutigster Held, yo. Hä?
Ich finde, ich war super mutig. Und sag, dass ihr meinem Ball das Leben gerettet hat, Opa. Leben? Wirklich? Er ist ein Held, der das Leben des Balles mutig und toll gerettet hat, sagte Bastion. Ja, ja, so war's. Es ging um sein Leben. Was soll ich sagen? Jemand muss ja ab und zu ein Held sein und ich freue mich, dass ich es bin. Ja, alles klar. Na gut. Mir ist es sehr wichtig, weil ich ja jetzt ein Held bin, dass ihr mich nicht anders behandelt, als ihr es vorher gemacht habt. Alles klar. Werden wir nicht. Aber ich fahre jetzt vor. Bleibt hinter mir. Na gut. Weiter weg. Gut. Noch ein bisschen weiter weg. Hi, Bike Buddies. Hi, Luke. Was ist das? Ach, das. Das ist nur meine Medaille. Sieht aus wie ein Kronkorken. Nein, nein. Die Medaille habe ich für meinen Mut bekommen. Ich bin super mutig. Wie schön für dich. Ich düse weiter, Straßengleiter. Gut. Vorsicht. Toots, wäre ich nicht gewesen, wärst du bestimmt in ein super tiefes Loch gefallen. Niemand wäre da gewesen und hätte dich gerettet. Außer Ricky. Oh, stimmt. Bist du auch ein Rettungsbike, Ricky? Das weißt du doch, Luke. Ich war schon immer ein Rettungsbike. Ach, echt? Hey, hey, vielleicht könnten wir zusammen Rettungsübungen machen. Na gut. Gute Idee. Ich helfe dir, Scootio. Du kannst mir nicht helfen. Du spielst doch auch, dass du hier festsitzt. Bitte hilf mir, damit ich tun kann, als ob ich Scootio rette. Meine Eltern haben mir alles über die Rettung von kaputten Bikes beigebracht. Man muss vorsichtig sein. Zuerst halt einen Rettungshaken bereit. Und du kannst es ja auf diese Art machen. Aber ich mache es auf diese Loop-Art. Ich sagte, man muss vorsichtig sein. Scooty, gleich musst du gelöst. Und noch eine super Rettung. Danke, Luke. Ihr müsst euch nicht bedanken. Aber lieb, dass ihr es trotzdem macht. Ricky, kannst du mir hier bitte raushelfen? Auf dem Weg. Lob, wieso holst du uns eigentlich was zu trinken? Bin gleich wieder da. Hallo? Hä? Hallo, ist jemand da? Hä? Ich bin hier. Hallo, Stimme. Du klingst genau wie Scootios Mutter. Wir hatten hier oben am Westwindturm einen kleinen Unfall. Wir brauchen Hilfe. Am Westwindturm? Das ist doch für alle anderen viel zu gefährlich. Nur für einen echten Helden nicht. Ich kümmere mich da lieber alleine drum. Halt durch, Mutter von Scootio. Hilfe ist unterwegs. Bin schon weg. Wo ist unser Superheld denn hin? Wie es aussieht, ist er schnell weggefahren. Hallo. Hallo, ist die Hilfe unterwegs? Oh, wir brauchen am besten Turm Hilfe. Oh oh, ich glaube, ich weiß, wo Loop hin ist. Zoomen wir los. Eltern, ich bin jetzt hier. Luke, hilf uns. Wir wollten ja etwas streichen, aber wir hatten einen kleinen Unfall. Oh, wenn die Farbe runterfällt, dann gibt's da unten ein gutes Durcheinander. Das ist ein Riesenproblem, aber ich bin ein Held. Ich helfe euch. Haltet durch, Blitzbang. Das kriege ich hin.
schöne Medaille, Luke. Da ist er! Und auch Mama und Papa. Mama, Papa, wir sind da. Leute, meine Booster sind verstopft. Ricky kommt zur Rettung. Taubencheck. Wärt ihr nicht gewesen, hätten wir jetzt überall Farbspritzer aufwischen müssen. Oh, ihr Bike Buddies seid tolle Rettungsbikes. Ja, sind wir. Aber ich bloß allein bin halb so toll. Ich denke, wir verdienen irgendwie alle die Medaille. Das ist aber ein Kronkorken. Wir alle verdienen den Kronkorken zusammen, denn wir sind nämlich super. Bike Buddies, zoomen wir los. Ja. Oh, ein Eimer ist doch runtergefallen. Oh. Könntet ihr ihn herholen? Überlass das Loop. Loopy, du sei los. Oh. Wow, das war viel zu weit. Helen an Hank. An der nächsten Ecke musst du Richtung Westen. Code 65, platter Reifen und kaputter Motor. Roger, alles klar. Los geht's. Oh, darf ich auch mal? Was? Eine Notfallfunkerin sein? Nein, ich will das machen, was du machst. Das ist aber das, was ich mache. Das ist eine sehr wichtige Aufgabe, damit Bikes, die in Not geraten sind, schnell Hilfe bekommen. Ich bin zwar zu klein, um ein Rettungsbike zu sein, aber vielleicht kann ich das ja machen. Willst du es mal versuchen? Nur so zum Spaß? Darf ich? Tut leidet sich zum Dienst. Ich kann dir helfen. Dann lernen wir gleich beide was. Sehr gute Idee. Aber wenn ein richtig wichtiger Notfall reinkommt, sagt ihr mir Bescheid, ja? Roger! Das heißt verstanden. Hey, tut es das? Wer ist Roger? Etwa jemand, der andauernd verstanden sagt? Wenn du hier in der Notfallzentrale arbeitest, musst du auch die richtigen Worte sagen. Oh, Ricky, das macht doch nichts, wenn Tut noch nicht alle Worte weiß. Die lernt sie noch. Lass sie ruhig mal machen. Viel Glück, Tut. Tutsum erstattet Bericht. Alles in Ordnung. Tutsum erstattet Bericht. Immer noch alles in Ordnung. Es soll endlich mal was passieren. Das ist total langweilig. Wo ist dieser Roger? Warte hier. Ihr braucht schnellstens Rettung. Rettung? Oh nein. Was ist, wenn niemand zur Rettung kommt? Nein, ihr müsst doch nur so tun, als ob ihr Hilfe braucht. Das ist eine Rettungsübung. Oh. Und wovor müssen wir gerettet werden? Ich weiß es auch nicht. Denkt euch einen Notfall aus und ruft dann einfach um Hilfe. Ja, ich habe eine Idee. Luke, bitte nicht mehr bewegen. Hä? Chiplet, ändere den Hintergrund. Perfekt.
erstattet Bericht. Immer noch alles in Ordnung. Aber nicht mehr lange. Hilfe! Notfall! Wir wurden von einem ausbrechenden Vulkan überrascht. Oh nein! Hilfe! Hilfe! Und jetzt sorgst du dafür, dass ich diesen Standort finde. Verstanden? Verstanden. Ich meine natürlich Roger. So, wir los! Okay, Tut. In welche Richtung muss ich jetzt? Da ist ein großes grünes Etwas in der Nähe von grauen Linien. Hä? Du musst mich führen. In welche Richtung muss ich jetzt? Links oder rechts? Hey, du weißt doch, dass ich links und rechts nicht unterscheiden kann. Du musst die richtigen Worte benutzen. Der Laser-Vulkan auf Ruf wird immer heftiger. Bergauf! Bergauf! So viele Laser und so viele Farben. Sieh dir nur die Farben der Laserstrahlen an. Jetzt gibt es sogar Penke. Hilfe! Wir brauchen Hilfe. Wo muss ich lang, Tut? Tja, ich weiß es nicht. Links? Oh nein, lieber rechts. Oder ist es doch eher links? Hä? Bist du dir sicher? Okay. Fahr so lange nach links, bis ich Stopp sage. Warum? Kann ich jetzt endlich anhalten? Nein, noch nicht. Bist du dir sicher? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay, Tut, dann versuchen wir es doch mal. Hey, nein, nein, nein. Was ist das? Der Vulkan ist ausgebrochen. Hä? Der Vulkan ist ausgebrochen? Soll ich hier abbiegen? Ja, ganz genau, abbiegen. Ich bin sicher, da bist du jetzt richtig. In wenigen Sekunden bist du beim Vulkan angekommen. Jetzt! Das war gar kein Notfall. Tut mir leid. Ich habe keine Lust mehr auf diese Notfallübung. Tut, so mein Schattenbericht. Alles in Ordnung. Bist du wirklich sicher, dass du nicht... Tut, so mein Schattenbericht. Alles in Ordnung. Bericht. Maxwell an die Zooms. Zooms, bitte kommen. Maxwell? Ja, ich bin es. Ich habe ein klitzekleines Problem. Ich habe mich verfahren. Das hier ist ein ziemlich dringender Notfall. Ich sende euch mal meinen Standort. Okay, einen Moment. Kommt ein echter Notfall rein? Ruf Mama und Papa. Tut Zoom an Mama und Papa. Meldet euch, ihr beiden. Tut? Ich kann nicht. Oh nein, sie ist wohl viel zu weit weg. Ricky, ich rufe Ricky. Tut war ziemlich enttäuscht. Sie wäre so gerne eine Notfallfunkerin. Ich glaube, ich fahre jetzt nach Haus. Tut, Zoom an Ricky, Zoom. Ich meine, Tut an Ricky. Für das Zoom ist jetzt keine Zeit. Hallo, Tut. Willst du noch eine Notfallübung machen? Ricky, das ist keine Übung mehr. Ich glaube, Maxwell braucht wirklich Hilfe. Und ich möchte ihn auf keinen Fall im Stich lassen. Oh, okay. Wo steckt er? Es sieht so aus. Oh, ich weiß nicht, wo das genau ist. Es
Kreis ist blau und grün. Ihr müsst Richtung Norden. Nein, links. Oh. Komm, mach dir bloß keine Sorgen, Tut. Sieh einfach auf die Karte und sag uns, was dir bekannt vorkommt. Oh, ich weiß. Der Hydrant kommt mir bekannt vor. Weißt du, wo der ist? Okay, Watcher. So, wir los. Nicht gefährlich, oder? Doch! Und wie? Lu? Nein. Alles bestens. Ja, bestens. Ricky kommt zur Rettung. Top, Jack. Spoiler raus. Zuversicht. Bin bereit. Scooty, schick die Zoomcam hoch und checke Maxwells Position. Wird gemacht. Zoomcam, los. Das Hinterrad ist eingeklemmt. Schaffst du es aufs Dach? Aha, na klar. Aufgepasst. Luffy, wo ist er los? DJ, kannst du eine Rampe bauen? Und los! Wir holen dich jetzt hier runter, Maxwell. Danke. Rettungshaken, los! Oh. Lu, versuch von hinten zu schieben. Scooty und DJ, wir brauchen Hilfe. Sind auf dem Weg. Und los geht's. Ist es vorbei? Habt ihr mich gerettet? Ja, du musst nur noch die Rampe hinunter, Maxwell. Ricky und Tut. Rettung abgeschlossen. Over. Roger. Warum? Ricky ist ein echtes Rettungsbike. Was hätten wir nur ohne dich gemacht, Tut? Ja, stimmt eigentlich. Überhaupt nichts. Tut ist auch ein Rettungsbike. Tut, du hast uns gerufen? Ist alles in Ordnung? Tut, du machst gerade den Bericht. Alles in Ordnung. Juhu!